Los geht's. 0:0. Aufschlag Dresden. Erster umkämpfter Ball. Und der erste Punkt für Dresden in diesem ersten Satz. Das mal am Rande. Damit sind wir wieder im Spiel. Aufschlag Dresden und dieser Ball fällt ins Vilsbiburger Feld hinein. Mit dem Aufschlag. Und dieser Angriff der Dresdnerinnen über Madeleine Gates. Jana Gray, die Zuspielerin. Und das ist ja der 25. Punkt für die DSC-Damen im ersten Satz. Jennifer Janiska mit der Annahme. Für den richtigen Angriffsschlag reicht es nicht, aber um den Ball noch rein zu tippen, letztlich für Vilsbiburg in diesem zweiten Satz nicht verhindern. Das allerdings jetzt nach längerer Zeit mal wieder ein Angriff auf jeden Fall. Und bleibt auf 2 Punkte den Dresdnerinnen auf den Fersen. Und jetzt ist es 1 Punkt nur noch. Vilsbiburg hatte vorhin keinen im ersten Satz. Und der ist im Netz, aber noch geholt. Der ist noch warm, der ist noch da, der ist noch drin. Und hier wird der Block angeschlagen. Da fliegt der Ball ins Aus. Und deswegen macht Dresden dann letztlich, wenn auch knapp, aber den Satz zu. Geht in Führung mit 6:5. Guter Aufschlag. Ja, aber passt, wenn erstmal schon so auch ein bisschen unberechenbar zurückkommt. Und es bleibt umkämpft. Jeder Ball ist umkämpft. Stark geholt da von Morgan Hans. Und letztlich nutzt der DSC diese Situation. Aber das war der Ausgangspunkt hier nochmal wunderbar in der Wiederholung zu sehen. Morgan Hans. 10:16. Und der nächste Punkt von Dresden in dem Fall. Allerdings aber unter normalen Umständen wird Dresden diesen Satz abgeben. Und da ist es soweit, der landet im Netz. Kommt rein auf Dresdner Seite. Und Madeleine Gates mit dem Aufschlag, aber eine ganz starke Antwort, würde ich mal sagen. In dem Fall von Vilsbiburg, um in diesem Satz zumindest erstmal wenigstens genauso bei der Musik zu sein wie Vilsbiburg. 14:14. Und der 15. Punkt für Dresden hinterher. Zwei zu eins nach Sätzen steht es für den DSC. Fällt ja runter. Stark gerettet noch. Aber letztlich war Vilsbiburg dann da im Vorteil. Sicherlich hat da auch die Netzberührung, das sieht man hier nochmal deutlich, den roten Raben ein Stück weit mit in die Karte gespielt. Zweiter Matchball. Aufschlag Vilsbiburg. Annahme gut gestellt und er ist drin und er sitzt. Und das ist das 25:18. Das ist die Entscheidung am heutigen Abend. Und wir sagen Gratulation, Glückwunsch.